Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte Ihnen heute eine Geschichte erzählen, eine Geschichte zweier Brüder. Genau genommen waren es Zwillinge. Und auf den ersten Blick mag es so scheinen, als ob die sehr voneinander unterschieden und verschieden waren, aber ganz so verschieden waren die gar nicht, wenn man sich näher mit ihrem Leben befasst. Und wir finden auch heute noch, dass die Auswirkungen ihrer Beziehung eine Rolle spielen im Nahen Osten. Nun, die Personen, über die ich heute mit Ihnen sprechen möchte, sind Jakob und Esau, der auch dann nachher Edom genannt wurde, und Jakob wurde nachher dann auch Israel genannt. Sie waren die Söhne von Isaak und Rebekka, die einzigen beiden Kinder, die die Bibel erwähnt, dieser Eltern. Und so möchte ich jetzt ein wenig mit der Geschichte über Jakob und Esau beginnen und ich hoffe, mit Ihnen zusammen zu studieren, was für Auswirkungen heute im Nahen Osten bestehen, aufgrund dessen, was damals vor Tausenden von Jahren laut Bibel sich ereignet hat. So schauen wir uns einmal 1. Mose Kapitel 25 an. Angefangen Vers 19. 1. Mose 25, angefangen in Vers 19. Und da lesen wir über die Geburt von Esau und Jakob. Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Also Rebekka war die Schwester von Laban, über den wir nachher noch hören werden. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Schauen Sie, Rebekka war unfruchtbar. Wir hatten auch gelesen, dass Sarah, die Frau Abrahams, zunächst einmal unfruchtbar war. Interessant ist dies, weil Gott ja Prophezeiungen gegeben hatte, dass die Nachfahren von Abraham und Sarah und jetzt auch die Nachfahren von Isaak und Rebekka sehr zahlreich werden würden, große Rollen spielen würden in Weltgeschehen. Aber hier zunächst einmal war Rebekka unfruchtbar. Jetzt lesen wir in Vers 21, und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Nun, das war von vornherein Gottes Absicht. Aber Gott erwartet manchmal von uns, dass wir ihn um etwas bitten, was er uns ohnehin geben will. Und so lesen wir in Vers 22, und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir es so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also der Ältere, der normalerweise die Erstgeburt hat, das Erstgeburtsrecht, würde aber laut Gottes Plan dem Jüngeren, der also zunächst dann als Zweiter herauskommen würde aus der Mutterleibe, dienen. Und so lesen wir hier in Vers 24, als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Nun, Esau heißt genau genommen reich behaart. Aber er würde auch den Namen Edom bekommen, und dieser Name hat die Bedeutung von rot. Also hier, der erste, der herauskam, das war der Esau, und er war reich behaart. Der war ganz rau wie ein Fell. Also das war der Erstgeborene. Und danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Schauen Sie, richtig übersetzt hat zunächst einmal Jakob die Bedeutung von, er hält die Ferse fest. Der Fersenhalter sozusagen. Aber der Name hat auch eine weitere Bedeutung noch, und die Bedeutung ist, er betrügt oder der Betrüger. Und so lesen wir hier, 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Also hier sehen wir die erstaunlichen Ereignisse, die sich bei dieser Geburt abspielten.
Der Esau und der Jakob kamen beide heraus, aber der Esau war der Erstgeborene, aber der Jakob kam gleich hinterher, hielt die Ferse fest von Esau. Und das hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung, wie wir noch sehen werden. Lesen wir weiter in 1. Mose 25, die Verse 27 und 28. 1. Mose 25, die Verse 27 und 28. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob war aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbrett. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und schauen wir hier den fundamentalen Fehler, den hier die Eltern begehen, indem sie irgendwie zunächst einmal Favoriten haben. Der Jakob, der war eben ein Schäfer, der war gesittet, der wurde von der Mutter mehr geliebt, auch wohl deshalb, weil er eben öfters zu Hause war. Und der Isaak liebte den Esau mehr, weil der rausging und wild schoss, und der Esau, der liebte gerne das Wildbrett. Und so sehen wir hier einen Fehler, der natürlich vielleicht menschlich ist, aber der durchaus Konsequenzen hat, wie wir noch sehen werden. Es ist nicht gut, Kindern gegenüber unterschiedliche Liebe zu erweisen, sondern die Eltern sollten sich bemühen, den Kindern die gleiche Liebe entgegenzubringen. In Römer Kapitel 9, und behalten Sie aber Ihren Finger hier im 1. Buch Mose, da kommen wir nämlich nachher darauf zurück, aber in Römer Kapitel 9 wird etwas mehr noch gesagt über die Geburt von Esau und Jakob. Das war nämlich alles geplant. Gott hatte das von vornherein so gesehen und so gewollt. Und auch wir denken manchmal vielleicht nicht daran, dass Dinge, die in unserem Leben geschehen, vielleicht von lange her bereits geplant waren. Und wir kommen vielleicht erst später zu der Erkenntnis, dass alles das so gelenkt wurde, was dann in unserem Leben geschieht. In Römer Kapitel 9 war das offensichtlich der Fall. Angefangen in Vers 10. Aber nicht allein hier ist es so, sondern auch bei Rebekka, die von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger wurde, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl, nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt: Der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, und jetzt zitiert er hier eine Stelle aus Maleachi, Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Nun, gemeint ist hier, Gott hatte Esau weniger geliebt als Jakob. Vielfach, wenn die Bibel das Wort hassen gebraucht, vor allen Dingen dann, wenn ein Vergleich abgegeben wird in Bezug auf Liebe, wie wir das nachher noch sehen werden, bedeutet dies, Gott hat jemanden weniger geliebt als jemand anderen. Aber auch hier muss der Zusammenhang gesehen werden, denn Gott liebt alle Menschen. Es geht hier um den Zeitpunkt der Berufung. Schauen Sie, in diesem Falle hatte Gott vorherbestimmt, noch bevor die beiden Kinder geboren worden waren, dass Jakob der Erstgeborene im geistlichen Sinne sein würde, nicht Esau. Und wir schauen uns nachher noch an, wie das dann sich entwickelt hat. Also in diesem Sinne hatte Gott den Jakob mehr geliebt als den Esau, als er damals nämlich den Jakob berief und nicht Esau. Nirgendwo steht in der Bibel, dass Esau im Laufe seines Lebens berufen worden wäre zur Wahrheit. Aber seine Gelegenheit wird noch kommen. Wir alle verstehen ja, und ich hatte das mehrfach schon bereits in Predigten ausgeführt, dass es ja nicht nur heute um das Erlangen des Heils geht. Diejenigen, die nicht berufen sind heute, werden ihre Gelegenheit noch erhalten im sogenannten großen weißen Throngericht in der zweiten Auferstehung. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird Esau in dieser zweiten Auferstehung sein. Aber hier lesen wir von der Vorherbestimmung der Berufung. Und wenn Sie heute berufen sind, meine Damen und Herren, dann sagt uns die Bibel klar und deutlich, dass dies bereits schon vor langer, langer Zeit von Gott vorherbestimmt wurde, dass sie heute in dieser Zeit berufen werden würden. Nicht aufgrund von Werken, die sie getan hätten. Gott hat ja hier auch den Jakob berufen zu einer Zeit, als er noch gar nicht geboren war.
Es war nicht aufgrund der Werke, die Jakob tat. Wir brauchen uns also auf unsere Berufung keineswegs etwas einzubilden. Es geht einzig und allein um die Gnade Gottes, der bestimmt, wann er wen berufen will zum Heil. Nun kehren wir jetzt zurück zur 1. Mose Kapitel 25. Schauen Sie, obwohl Gott hier klar gemacht hatte, dass er Jakob berufen würde und nicht Esau, ist es auch gesagt, dass Gott beide Kinder, Isaak und Rebekka, gab als ein Geschenk. Und Sie können das nachher in Josua Kapitel 24 und Vers 4 nachlesen. Es war ein Geschenk Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes an die Eltern. Und die Eltern müssen dies auch immer wieder klar vor Augen behalten. Die Kinder gehören Gott. Er hat sie den Eltern übertragen, sozusagen. Aber die Eltern haben nicht das Recht, jetzt aus dem Geschenk, das sie von Gott erhalten haben, etwas zu machen, was Gott nicht wohlgefällig ist. Gott erwartet von den Eltern, dass sie diesem Geschenk von Gott getreu handeln. Aber wie gesagt, der Jakob, der hatte nicht nur den Namen Fersenhalter, sondern auch den Namen Betrüger. Und schauen wir uns nun an, wie sich so die Geschichte weiter entwickelt. In 1. Mose 25, angefangen in Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht. Und da kam Esau vom Feld und war müde. Und sprach zu Jakob: Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom, wie ich sagte. Er hatte ja auch den Namen Rot. Hauptsächlich hier wegen dieses Gerichtes, aber er war ja auch bereits schon rothaarig geboren worden, wie wir gelesen hatten. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Und er gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und so verachtete Esau seine Erstgeburt. Natürlich lag die Hauptverantwortung bei Esau. Der Esau, der verachtete, wie wir hier lesen, seine Erstgeburt. Und er verkauft sie dem Jakob für ein Linsengericht, wie es hier heißt. Aber gleichwohl muss auch festgestellt werden, dass scheinbar Jakob das in gewisser Weise geplant hatte. Ich glaube nicht, dass der so ganz zufällig ein Gericht da zubereitet hat. Der hatte scheinbar gewusst, dass Esau kommen würde, der würde hungrig sein. Der kannte auch den Charakter von Esau. Und jetzt begann Jakob allmählich diesen Segen und die Erstgeburt zunächst einmal für sich zu beanspruchen. Deswegen wird er Betrüger genannt. Hier wird nicht unbedingt ein Betrug dargestellt, aber der Betrug wird noch klar und deutlich kommen, wenn nämlich Jakob mit Isaak spricht. Aber auch das scheint in gewisser Weise schon ein Punkt gewesen zu sein, ein kleines Puzzle sozusagen, ein Mosaiksteinchen in dem Plan, den hier der Jakob hatte. Jakob hätte warten sollen, bis Gott ihm die Erstgeburt und den Segen geben würde. Scheinbar war es ja so, dass er darum wusste, denn Rebekka hatte letztendlich ja diesen Segen erhalten. Und ich glaube schon, dass sie das dem Jakob weitergetragen hatte. Aber der Jakob hatte nicht warten wollen. Der wollte so die Dinge in seine eigene Hand nehmen. Und so nahm er zunächst einmal das Erstgeburt von Esau entgegen, der natürlich, wie ich sagte, das Erstgeburtsrecht verachtete. Aber jetzt brauchte er natürlich noch etwas mehr, nämlich den Segen seines Vaters. Und so lesen wir jetzt in 1. Mose Kapitel 27, angefangen in Vers 1, wie Jakob sich den Segen von Isaak erschlich. Und hier wird er seinem Namen Betrüger mehr als gerecht. Hier lesen wir nämlich Folgendes, in 1. Mose 27, angefangen in Vers 1. Und wenn Sie das sich hier genau betrachten, werden Sie feststellen, dass hier von 7 Lügen die Rede ist, die Jakob begeht. Es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurden, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn. Und er antwortete ihm: Hier bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret.
und mach mir ein Essen, wie ich es gerne habe, und bring mir es herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Es ging hier nicht nur um einen allgemeinen Segen, es ging hier um den Segen, der mit der Erstgeburt in Verbindung stand. Scheinbar wusste Isaak nicht, dass mittlerweile der Esau sein Erstgeburtsrecht dem Jakob verkauft hatte. Rebekka aber hörte diese Worte, Vers 5, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, dass ich esse und ich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tue, was ich dich heiße. Gehe hin zu der Herde und hole mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das sollst du deinem Vater hereintragen, dass er es esse, auf dass er dich segne vor seinem Tode. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten, und ich würde für ihn dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Und tragischerweise ist dies genau eingetreten. Wir werden nachher noch sehen, dass Jakob dann fliehen musste, und Rebekka würde ihren Sohn zu ihren Lebzeiten nie mehr wiedersehen. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, gehe und hole mir. Und da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Und da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus ihres älteren Sohnes Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihm um seine Hände und wo er glatt war, am Halse. Auch das war scheinbar alles von Rebekka vorher geplant gewesen. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setze dich und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Schauen Sie, der Isaak, der war ja blind. Der konnte jetzt den Esau nicht mehr erkennen und auch den Jakob nicht. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, der war also doch ein bisschen, fragte sich schon, ja, wie ist das alles hier möglich? Wie hast du das so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir es. Eine andere Lüge. Da sprach Isaak zum Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Also wie gesagt, er hatte nach wie vor Zweifel. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esau, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, und hier kommt jetzt der Segen, der prophetischer Art war. Bist du mein Sohn Esau? Und er antwortete, ja, ich bin's. Also mit anderen Worten auch hier wiederum eine weitere Lüge zunächst einmal. Und da sprach er, so bringe mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, dass dich meine Seele segne. Und da brachte er es ihm und er aß und er trug ihm auch Wein hinein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat ihn zu und küsste ihn. Denken wir auch ein bisschen an den Kuss, den Judas damals dem Jesus Christus gab im Garten Gethsemane. Er trat ihn zu und küsste ihn. Und da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Schauen Sie, das waren Prophezeiungen, die dann in Erfüllung gehen würden, denn Jakob, der danach Israel wurde, der wurde ja auch dann zu einem großen Volk. Und wie wir das verstehen, sind heute die Nachfahren des Hauses Israel nach wie vor am Leben. Das versteht sich von selbst. Aber wo leben sie? Nun, wie gesagt, sie leben heute in den Vereinigten Staaten von Amerika hauptsächlich, in Großbritannien, in Kanada, in Neuseeland, in all diesen englischsprachigen Ländern. Alles dies geht zurück auf die Prophezeiungen, die damals Gott
zum Beispiel hier in diesem Falle Isaak, inspirierte zu geben. Nun, als dies alles so geschah, da sollten wir nicht denken, dass der Jakob noch ein junger Mann war. Der war keineswegs mehr so jung, dass man das vielleicht so in gewisser Weise entschuldigen könnte, dass das so der jugendliche Eifer gewesen sei. Der Jakob war zu diesem Zeitpunkt 77 Jahre alt. Der Isaak war 137 Jahre alt. Die Rebekka, die war vielleicht so zwischen 120 und 130 Jahren alt, als alles dies geschehen ist. Kehren wir zu Vers 20 in diesem Kapitel zurück und achten wir darauf, was Jakob hier sagt. Isaak sprach zu seinem Sohne: Wie hast du es so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, bescherte es mir. Schauen Sie, Jakob akzeptierte zu diesem Zeitpunkt Gott keineswegs als seinen Gott. Er spricht hier von dem Gott Isaaks. Jakob war noch nicht bekehrt. Jakob hatte noch nicht Gott erwählt als Herrscher für sein Leben. Das würde erst viel später kommen. Nun schauen wir uns an, was geschieht, als der Esau zurückkommt vom Feld. 1. Mose 27, angefangen in Vers 30. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Sohne Isaak und von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, da schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List oder mit Betrug und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, der Hinterlistige, der Betrüger. Denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, aber das war natürlich nicht unbedingt richtig, denn der Esau war ja nur zu bereit, die Erstgeburt für ein Linsengericht an Jakob zu verkaufen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und das war in der Tat der Fall. Er hat natürlich hier jetzt den Isaak betrogen, um den Segen zu erlangen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Und Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er hob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach zu ihm: Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren, und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Und das ist geschichtlich auch geschehen. Edom, Esau, der Edomiter, sind heute die modernen Türken. Und das Ottomanische Reich, wie wir das ja alle wissen, hat sich einmal dann von den Nachfahren des Hauses Israel losgesagt. Und auch heute noch im Nahen Osten wird es Geschehnisse geben, die zurückgreifen auf dieses Ereignis. Die Bibel sagt uns nämlich, dass es zu Kämpfen kommen wird zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda auf der einen Seite und dem Haus Edom oder Esau auf der anderen Seite. Nun schauen wir uns aber eine Stelle hier in Hebräer Kapitel 11 an, aber halten Sie Ihre Hände, Ihre Finger wieder im Buch 1. Buch Mose. Aber es geht hier natürlich auch um diesen Segen, der keineswegs zufällig war, der keinerlei Bedeutung gehabt hätte. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass Gott den Isaak inspirierte, diese beiden Segnungen auszusprechen. In Hebräer Kapitel 11 und Vers 20, da wird nämlich deutlich gesagt: Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf zukünftige Dinge.
Also Isaak hatte den Glauben, dass Gott ihn hier inspirierte, diese Segnungen auszusprechen im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und genau das war der Fall. Und die Bibel bestätigt dies auch, dass diese Dinge, die Isaak hier zum Ausdruck brachte, dann auch eintreffen würden. Nun, da wir uns im Hebräerbrief befinden, schauen wir uns kurz auch noch Hebräer Kapitel 12 an. Denn Hebräer Kapitel 12 gibt uns einen Kommentar sozusagen, was hier geschah im Hinblick auf die Segnungen von Jakob und Esau. Hebräer Kapitel 12, angefangen in Vers 15. Hebräer Kapitel 12 und angefangen in Vers 15. Ich lese sie zunächst einmal aus der Lutherbibel vor, aber möchte dann auch aus der Mengebibel vorlesen, weil die Stelle dort eine bessere Übersetzung findet. Hebräer Kapitel 12, angefangen in Vers 15. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und durch sie viele unrein werden, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, Vers 17, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Nun, nach dieser Übersetzung könnte man annehmen, die Rede ist, dass Esau jetzt bereuen wollte, denn das Wort Buße ist ja besser mit Reue übersetzt, und diese Reue, seine eigene Reue, mit Tränen suchte, aber sie nicht fand. Nun, das ist keineswegs der Fall. Schauen Sie, wenn wir bereuen wollen, und Reue kommt zunächst einmal von Gott, Reue ist ein Geschenk Gottes, dann können wir auch bereuen. Es geht hier nicht um die Reue des Esau. Wir hatten ja bereits gelesen, dass Esau weinte und den Vater bat, gib mir doch auch einen Segen, gib mir den Segen zunächst einmal, den du Jakob gegeben hattest. Und so übersetzt die Mengebibel genauer. In Hebräer Kapitel 12, angefangen in Vers 15, gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe oder die Gnade versäume, dass keine Wurzel voll Bitterkeit oder kein giftiger Wurzelschoß aufwachse und Unheil anrichte und gar viele durch sie befleckt oder vergiftet werden, dass niemand ein ehebrecherischer, von Gott abtrünniger oder verworfener Mensch sei wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Ihr wisst ja, Vers 17, dass er auch später, als er den Segen zum Erbe erlangen wollte, abgewiesen wurde, denn er fand keinen Raum oder keine Möglichkeit zu einer Gesinnungsumkehr, obgleich er sie unter Tränen suchte. Es geht um die Gesinnungsumkehr von Isaak. Er suchte, den Isaak zu überzeugen, seinen Vater, ihm auch einen Segen zu geben oder den Segen zu geben, den Isaak dem Jakob gegeben hatte. Und er suchte diese Gesinnungsumkehr des Isaak mit Tränen. Aber Isaak sagte, nein, der Jakob ist gesegnet, der wird auch gesegnet bleiben. Die Elberfelder Bibel macht eine interessante Anmerkung hier. In Kapitel 12 und in Vers 17, da heißt es, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde und er fand keinen Ruhm zur Buße, besser Reue oder Gesinnungsänderung, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Aber die Anmerkung sagt hier, im Griechischen heißt hier das Wort, oder kann auch das Wort ihn übersetzt werden. Mit anderen Worten, das griechische Fürwort kann sich sowohl auf Segen als auch auf Buße oder Reue beziehen. Schauen Sie, er wollte den Segen erlangen. Das ist das, was er unter Tränen suchte, den Segen, die Gesinnungsumkehr des Isaak, dass er nun den Segen erhalten würde. Also schauen Sie, es geht ja nicht darum, dass der Isaak verworfen oder vielmehr der Esau verworfen wurde, weil er jetzt bereuen wollte, unter Tränen die Reue suchte, aber sie nicht fand. Darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht um die Gesinnungsänderung des Isaak. Die suchte der Edom mit Tränen und konnte sie nicht mehr erlangen. Im ersten Buch Mose Kapitel 27 lesen wir weiter in Vers 41. Ersten Buch Mose Kapitel 27, angefangen in Vers 41. Und Esau war Jakob Gram um des Segens willen,
mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Und da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und fliehe zu meinem Bruder Laban nach Haran. Nun, dieser Laban, wie wir noch sehen werden, der hatte sogar noch mehr betrügerische Verdienste, in Anführungszeichen, als der Jakob. Und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wider dich sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Aber es war letztendlich Rebekka, die die Anstifterin von all dem war. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf einen Tag? Und so überzeugt die Rebekka dann auch Isaak, den Sohn Jakob, gehen zu lassen zu Rebekkas Bruder Laban. Und so geschieht dies auch. Die Idee war, dass der Jakob jetzt dort eine Frau finden würde, die er dann heiraten könnte. Und wie ich sagte, Rebekka würde Jakob nicht mehr lebend wiedersehen. Denken wir daran, dass sie damals sagte, der Fluch des Vaters soll auf mich kommen. Nun, auf dem Weg hin zu Laban offenbart sich Gott dem Jakob in einem Traum. Und wir lesen dies in 1. Mose 28, angefangen Vers 10. 1. Mose 28, Vers 10. Als Jakob aber zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran, und er kam in eine Stätte, da blieb er über Nacht. Denn die Sonne war untergegangen, und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Der berühmte Stein des Jakob, der nach gewissen Traditionen angeblich sich heute in England befinden soll. Und ihm träumte, Vers 12, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abraham und Isaaks Gott. Schauen Sie, auch er sagt nicht, ich bin dein Gott. Das war noch nicht der Fall. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Schauen Sie, Gott hatte hier den Jakob bereits schon vor seiner Geburt berufen. Und so sagt er ihm auch, ich will mit dir sein, wo immer du auch gehst. Und ich will dich wieder zurückbringen hier in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Und wie gesagt, wenn Sie heute berufen sind, dann gilt dieses Versprechen auch für Sie. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häuptern gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Das heißt das Haus Gottes, vorher aber hieß die Stätte Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein. Also er ist nicht überzeugt. Gott hatte ihm gesagt, ich bin mit dir, ich werde mit dir sein. Und er sagt jetzt nun, wenn das wirklich der Fall ist, wird Gott mit dir sein oder mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Also er war es noch nicht. Gott wird hier sozusagen auf die Probe gestellt, aber nicht unbedingt in richtiger Weise. Und dieser Stein, Vers 22, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Beachten Sie, der Jakob wusste um die Voraussetzung des zehnten Zahns. Sieh, der Zehnte, der kam nicht erst unter Mose in Existenz. Den gab es bereits vorher schon. Der Abraham gab den Zehnten an Melchisedek, den Priester, als er von seinem Feldzug gegen Sodom zurückkam.
Und hier wusste der Isaak oder vielmehr der Jakob auch, dass das Zehntenzahlen ein Gebot war. Aber er war nicht bereit, es zu erfüllen. Nicht in diesem Augenblick. Er sagte, okay, ich warte jetzt einmal ab, was geschieht in meinem Leben. Und wenn Gott wirklich mit mir ist und wenn er mich hier zurückbringt in dieses Land, dann will ich anfangen, ihm zu gehorchen. Dann will ich Gott als meinen Gott akzeptieren. Dann will ich ihm den Zehnten zahlen. Er hatte es alles sozusagen in umgekehrter Weise angestellt. Er hätte schon jetzt beginnen sollen, den Zehnten zu zahlen, oder vorher bereits, wenn er darum wusste. Und viele heute beginnen den gleichen Fehler. Viele heute stellen erst einmal Gott ein bisschen so auf die Probe in dem Sinne, dass sie nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und zu sagen, nun gut, ich will also jetzt einmal abwarten, wie so mein Leben sich entwickelt. Und wenn das alles so ist, wie ich mir das so vorstelle, dann werde ich Gott gehorsam sein. Das hat starke und schwere und schlimme Konsequenzen. Denn wenn man Gott nicht gehorsam ist, obwohl man weiß, dass man ihm gehorsam sein muss, dann kann man auch nicht erwarten, dass Gott einen segnet. Und wir werden jetzt sehen, wie Gott den Segen von Jakob zunächst einmal fernhält. Denn Jakob hat das alles auf die falsche Weise aufgezogen. Lesen wir jetzt weiter, was geschieht in 1. Buch Mose Kapitel 29. Denn der Jakob, der kommt hier zu seinem Onkel, dem Laban. Und der Laban, der war also wirklich ein regelrechter Betrüger. Und wir wissen ja die Geschichte, dass er dem Jakob verspricht, dass er die Rachel heiraten könnte, einer seiner beiden Töchter, wenn er 7 Jahre für ihn dienen würde. Und so hat das Jakob auch getan. Aber als dann die Zeit gekommen war, dann betrügt der Laban den Jakob und er gibt die Lea, die andere Tochter, dem Jakob zur Frau. Nun, die war damals tief verschleiert, sodass der Jakob, und er hat natürlich auch Wein getrunken und so weiter und so fort, nicht erkannte zunächst einmal, dass es sich um Lea handelte. Er meinte, es sei Rachel, als die Hochzeitsnacht feierten. Und so lesen wir hier im 1. Buch Mose Kapitel 29, angefangen Vers 21. Jakob sprach zu Laban, gib mir nun meine Braut, denn die Zeit ist da, dass ich zu ihr gehe. Und er lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Hochzeitsmahl. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob und er ging zu ihr. Und Laban gab seiner Tochter Lea, seine Magd Silpa, zur Leibmagd. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Warum habe ich dir nicht um Rachel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Nun, Jakob hatte Isaak und Esau betrogen. Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du bei mir noch weitere 7 Jahre leisten sollst. Nun wurden es mittlerweile 14 Jahre und der Jakob musste dem Laban diese Dienste leisten, ohne dafür bezahlt zu werden. Das tat Jakob und hielt die Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rachel zur Frau. Und er gab seiner Tochter Rachel seine Magd Bilha zur Leibmagd. Und so ging Jakob auch zu Rachel ein und hatte Rachel lieber als Lea. Und er diente bei ihm noch weitere 7 Jahre. Im Englischen heißt es hier, und er hasste Lea. Aber schauen Sie, die richtige Idee ist, er hatte Rachel lieber als Lea. Also auch hier wird das Wort hassen in vergleichender Weise gebraucht. Nun, wie gesagt, der Laban, der war ein absoluter Betrüger. Aber kam vielleicht bei Jakob jetzt die Erkenntnis auf, dass das quasi so eine Konsequenz war des Betruges, den er gegenüber Isaak und Esau begangen hatte. Nun lesen wir in Kapitel 30, angefangen Vers 1. Als Rachel sah, dass Jakob kein Kind gebar, denn die war auch unfruchtbar zunächst einmal. Auch das ist wiederum interessant, weil nämlich Gott vorher bestimmt hatte, dass Rachel dem Jakob Kinder gebären würde. Aber hier zunächst einmal war sie unfruchtbar. Da beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Und Jakob wurde sehr zornig auf Rachel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will. Sie aber sprach,
Und jetzt macht sie den gleichen Fehler, den damals die Sarah gemacht hatte, im Hinblick auf Abraham. Siehe, da ist meine Magd Bilha. Geht zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. Und so gab sie ihm Bilha, ihre Leibmagd, zur Frau, und Jakob ging zu ihr. Interessant, wie die Fehler der Eltern oder Großeltern sich dann auf die Kinder und Enkelkinder übertragen. Aber die Lea, die konnte das auch. Und so lesen wir hier in Vers 9. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, da nahm sie ihre Leibmagd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Leibmagd, gebar Jakob einen Sohn. Nun, mittlerweile hatte also der Jakob jetzt 4 Frauen. 2 von denen waren Schwestern. Eine schlimme, schlechte, absolut dumme Idee. Und Gott würde nachher auch verbieten, ganz ausdrücklich verbieten, dass jemand 2 Schwestern zur Frau nimmt. Ich meine, die ganze Idee von Polygamie war von vornherein verkehrt und Gott hatte das auch nie so beabsichtigt. Gott hatte beabsichtigt, dass im Anfang ein Mann und eine Frau zusammenleben würden in der Ehe, aber die Menschen hatten dann begonnen, sich das selbst so zu erwählen. Und Gott hat das dann zugelassen, hat aber wenigstens dann Gesetze erlassen, um diesen Schaden jedenfalls nicht noch weiter durchführen zu lassen. Und nun lesen wir hier etwas über Intrigen, die in der Familie von Jakob nun stattfanden. In Kapitel 30 lesen wir Vers 14. Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Und er sprach Rachel zu Lea, gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Und sie antwortete, hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast, und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rachel sprach, wohlan, lass in diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes. Und als nun Jakob am Abend vom Felde kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach, zu mir sollst du kommen, denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr. Und so lesen wir dann, dass Gott Lea erhörte, denn die war ja auch unfruchtbar geworden. Und sie wurde schwanger und gebar Jakob ihren 5. Sohn. Nun, man kann sich vielleicht auch die Frage stellen, wer eigentlich in diesem Haushalt so die Führerschaft übernommen hatte. War das Jakob? Oder war das Lea? Oder war das Rachel? Es sieht nicht so aus, dass der Jakob hier unbedingt der Leiter und der Führer der Familie war. Wir finden auch nachher in 1. Buch Mose Kapitel 35, und das können Sie nachher sich durchlesen, in Vers 18, dass nur Benjamin von Jakob benannt wurde. Also der Name Benjamin wurde von Jakob gegeben, denn ursprünglich hatte Rachel ihn Ben-Oni genannt und Jakob änderte den Namen um in Benjamin. In allen anderen Fällen gab Jakob keinem seiner Söhne ihren Namen. Etwas, was allerdings natürlich von der Bibel verantwortlich dargestellt wird, dass zumindest beide Eltern, wie wir das auch bei Maria und Josef sehen, darüber übereinkommen sollten, welcher Name gegeben werden sollte. Aber hier war es scheinbar so, dass das alles von den Frauen durchgeführt wurde. Nun, nach 20 Jahren, also 20 Jahre vergingen, nachdem der Jakob zu dem Onkel Laban gegangen war, da hatten die endlich genug. Und dann wollten die Familie des Laban verlassen, aber der Laban, der wollte sie nicht friedlich gehen lassen und kam hinter denen her und wollte scheinbar mit Gewalt die zurückhalten. Und nun lesen wir in 1. Mose 31, angefangen in Vers 41, wie die Geschichte weitergeht. 1. Mose 31, angefangen in Vers 41. Da sagt nämlich jetzt der Jakob dem Laban, so habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde. Und du hast mir meinen Sohn 10-mal, du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Und wenn ich der Gott meines Vaters, schauen Sie auch hier, der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ausziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat diese Nacht rechtes Urteil gesprochen. Denn der Laban, der hatte nämlich einen Traum. Und Gott erschien dem Laban im Traum und sagte ihm, du tust dem Jakob nichts Böses an.
lass ihn in Frieden fortziehen. Schauen Sie, der Jakob hatte mittlerweile etwas erkannt. Der hatte erkannt, dass Gott auf seiner Seite gestanden hatte. Aber er hatte immer noch nicht Gott zu seinem Gott gemacht. Und so lesen wir jetzt in Vers 53. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Schauen Sie, auch hier wird noch nicht gesagt, dass er sein Gott geworden sei. Aber mittlerweile war der Jakob 97 Jahre alt geworden. Denn als er jetzt weiterzieht, nachdem der Laban in friedlicher Absicht, mehr oder weniger von Gott gezwungen, zurückkehrte zu seinem Haus, da wurde dem Jakob mitgeteilt, dein Bruder Esau kommt dir entgegen mit einer großen Schar von 400 Mann. Und der Jakob hatte natürlich ganz berechtigterweise große Sorge, denn er wusste ja, dass damals der Esau bereit war, ihn zu töten. Und er fragte sich natürlich jetzt, ja, ist der Esau nach wie vor zornig auf mich? Und mit 400 Mann kommt er mir entgegen, offensichtlich hatte der böse Absichten. Wie gesagt, er war jetzt 97 Jahre alt. Schauen wir uns an in 1. Mose 32, angefangen Vers 3, was hier geschrieben steht. 1. Mose 32, angefangen in Vers 3. Und als er sie sah, da sprach er, hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanaim, denn jetzt waren ihm die Engel Gottes hier erschienen, auf seinem Weg hin zu seiner Heimstätte, und wie gesagt, der Esau, der kam ihm entgegen. Und Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Herrn, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, schauen Sie sich diese Demut an. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Schafe, Esel, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Das waren hier Worte des Friedens. Er wollte keineswegs hier einen Streit mit Esau durchfechten. Und die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Also der war keineswegs zunächst einmal bereit, diese friedlichen Worte zu akzeptieren. Und da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Und weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, ziehe wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun, Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel, und tat sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Herde besonders, und sprach zu ihnen, geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach, wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du für dich hertreibst, so sollst du sagen, es gehört deinem Knecht Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau und zieht hinter uns her. Und ebenso gebot er auch dem Zweiten und dem Dritten und so weiter. Und dann heißt es hier in Vers 21, siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns, denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Und danach will ich ihn sehen, vielleicht wird er mich annehmen. Und so ging das Geschenk vor ihm her, er blieb aber diese Nacht im Lager. Schauen Sie, was hier erklärt wird, ist eine Änderung in Jakobs Haltung. Denken wir daran, zunächst einmal, vor vielen Jahren stahl er den Segen von Isaak, der ursprünglich ja dem Esau zugedacht war. Er nahm
was ihm nicht gehört. Er hätte warten sollen, natürlich, bis Gott ihm den Segen auf richtige Weise geben würde. Aber hier ist er jetzt bereit, vieles von dem, was er erworben hatte, und er hatte anerkannt, dass Gott ihm diese Dinge gegeben hatte, seinem Bruder zu schenken. Nun begann er, den Weg des Gebens zu gehen. Und so sehen wir hier diese Gesinnungsänderung. Aber es geht noch weiter, denn jetzt war Gott dabei, den Jakob zu prüfen, zu sehen, ob diese Gesinnungsänderung, diese Reue, auch wirklich von Dauer war und nur vorübergehend, nur deshalb, weil der Jakob jetzt Angst hatte. Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er, also dieser Mann, und wir wissen von anderen Stellen, dass es sich hierbei um Jesus Christus handelte, der hier als ein Mann auftrat. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte oder nicht überwinden konnte, da schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Nun, wir verstehen natürlich, dass Gott sicherlich den Jakob sofort hätte überwinden können. Darum ging es ja nicht. Es ging darum, dass Gott sehen wollte, wie beharrlich war der Jakob. Denn der Jakob hatte mittlerweile auch erkannt, dass er nicht nur mit einem gewöhnlichen Mann hier rang. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Das Wort Israel heißt wörtlich übersetzt Gotteskämpfer. Mit anderen Worten, jemand, der mit Gott kämpft, aber auch der sich an Gott wendet, sodass Gott für einen kämpft. Aber Beharrlichkeit gehört hinzu, Geduld gehört hinzu. Der Wille gehört hinzu, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig wird im Leben. Und das alles, das ist hier symbolisch zum Ausdruck gebracht. Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du, Vers 30. Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott. Also er wusste, dass es hier nicht nur ein gewöhnlicher Mann war, er wusste auch, dass es nicht nur ein Engel war. Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Das Wort Phnuel bedeutet Angesicht Gottes. Und doch wurde mein Leben gerettet. Schauen Sie, es geht hier darum, dass Gott sehen wollte, wie beharrlich, wie ausdauernd war Jakob. Schauen wir uns kurz Hosea Kapitel 12 an, die Verse 3 und 4. Hosea Kapitel 12, die Verse 3 und 4. Darum wird der Herr mit Juda rechten. Er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Das heißt dann weiter, er hat mit dem Engel gekämpft, aber wir wissen, dass das Wort Engel hier auch Bote bedeuten kann. Mit anderen Worten, es war Jesus Christus, der Bote Gottes des Vaters. Aber hier wird das auch so dargestellt, dass der Jakob auch in negativer Weise gehandelt hat. Er hat im Mutterleibe seinen Bruder betrogen, indem er ihm an der Ferse hielt und dann natürlich nachher durch den Segen und so weiter und so fort. Und die Nachfahren Jakobs, darum geht es in dieser Prophezeiung in Buch Hosea, die haben nach wie vor diese betrügerischen Dinge getan. Und Gott wird sich daran rächen. Und deswegen lesen wir auch, dass die Nachfahren des Hauses Israel und die Nachfahren des Hauses Juda, die wir heute, wie ich sagte, in Ländern wie Amerika und England identifiziert haben, in einem nächsten Krieg, der noch kommen wird und der bald kommen wird, unterliegen werden. Und es wird dies die Strafe Gottes sein für ihr Tun. Aber hier lesen wir, dass der Jakob Ausdauer hatte, Beharrlichkeit. Der war, wie ich sagte, jetzt 97 Jahre alt. Er hatte die ganze Zeit hindurch sich geweigert, Gott als seinen Gott anzuerkennen. Er hatte geweigert, sich geweigert zu bereuen. Eine Gesinnungsänderung
zu vollziehen. Aber jetzt schauen wir in Kapitel 33 seine Gesinnesänderung. Zunächst einmal in Vers 1. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rachel und auf die beiden Leibmägde. Und dann zieht er dem Laban oder vielmehr dem Esau entgegen und offeriert ihm jetzt also diese Geschenke. Aber der Esau, der hatte mittlerweile auch eine zumindest zeitweilige Gesinnesänderung durchlebt, scheinbar auch durch das Wirken Gottes, und war jetzt nicht mehr bereit, gegen Jakob zu kämpfen. Und er vergab ihm sogar, zumindest zeitweilig, die Dinge, die Jakob ihm gegenüber getan hatte. Es heißt hier in Vers 11, nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. Und so nötigte er ihn, dass er sie nahm. Also letztendlich hat Esau dann doch diese Segensgabe angenommen. Aber wir lesen hier, dass er zunächst einmal seine kriegerischen Absichten begrub. In Vers 20 lesen wir nun die interessante Aussage, Kapitel 33, Vers 20, dass er Jakob einen Altar errichtete und nannte ihn, Gott ist der Gott Israels, also mein Gott. Das erste Mal, dass wir dies lesen. Hier finden wir nun, dass Gott der Gott Jakobs, der Gott Israels geworden war. Und hier findet die Bekehrung statt. Also erst sehr spät in Jakobs Leben, mit 97 Jahren scheinbar, vorher nicht. Vorher hatte zwar Jakob so das Wirken Gottes in seinem Leben erkannt, hin und wieder, aber er war nicht bereit, den Schritt zu tun, der notwendig war. In Kapitel 35 lesen wir angefangen in Vers 1. Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und ziehe nach Bethel und wohne da selbst und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen oder der dir erschien, als du flohest vor deinem Bruder Esau. Und da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allem, die mit ihm waren, tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Obwohl Jakob zur Reue gekommen war, zur Bekehrung, war er nicht vollkommen. Er ließ es zum Beispiel hier zu, dass seine Familie, die ja unter ihm waren, nach wie vor fremde Götter unter sich hatten. Aber jetzt sagt er denen, tut die weg, denn wir ziehen jetzt nach Bethel, nach Gottes Haus. Und er sagt hier in Vers 3, und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Und da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand. Jetzt in Vers 10. Gott sprach zu ihm, du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Jetzt zum zweiten Mal, er bestätigt also nach wie vor jetzt wiederum, dass Jakobs Name Israel sein sollte. Und Gott sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich, ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen. Ein Volk, die Vereinigten Staaten von Amerika, eine Menge von Völkern, der britische Commonwealth letztendlich. Darum ging es. Und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Und so wird hier wiederum die Prophezeiung bestätigt oder zunächst einmal angekündigt, die dann im Laufe der Jahrhunderte sich bestätigen würde. Vers 14. Jakob aber richtete ein steinernes Mahl auf an der Stätte, da er mit ihm geredet hatte, und goss Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Mit anderen Worten, auch hier wiederum wird es erwähnt, das Haus Gottes. Wir lesen später, im ersten Buch Mose Kapitel 35, dass sowohl Esau als auch Jakob ihren Vater Isaak begruben, als der starb, im Alter von 180 Jahren. Also da finden wir wiederum eine Gemeinschaft zwischen beiden. Wir bekommen aber auch einen gewissen Hinweis auf die spätere Gemeinschaft, das spätere Verhältnis zwischen Esau und Jakob in 1. Buch Mose Kapitel 36 in Vers 6. 1. Mose 36 und Vers 6.
Und Esau nahm seine Frauen, Söhne und Töchter und alle Leute seines Hauses, seine Habe und alles Vieh mit allen Gütern, die er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog in das Land Seir hinweg von seinem Bruder Jakob. Denn ihre Habe war zu groß, als dass sie beieinander wohnen konnten. Das Land, darin sie Fremdlinge waren, vermochte sie nicht zu ernähren, wegen der Menge ihres Viehs. Daher wohnte Esau auf dem Gebirge Seir. Esau ist Edom. Schauen Sie, die mussten sich trennen. Die mussten sich scheinbar auch deshalb trennen, weil da Spannungen bestanden. Wir lesen ja zum Beispiel auch früher, dass sich Lot und Abraham trennen mussten, weil da Spannungen bestanden wegen ihrer großen Herden zwischen den Hirten. Es sieht aber auch so aus, dass die Reue, in Anführungszeichen, die Esau hatte, damals, als er dem Jakob entgegenging, zeitweilig war. Dass er nicht unbedingt alles das vergessen hatte, was Jakob getan hatte. Er wollte nur damals nicht Krieg führen mit Jakob, scheinbar deshalb, weil Gott dies verhinderte. Wir lesen ja auch in der Bibel, dass wenn unsere Wege Gott wohlgefällig sind, dann macht er es auch, dass unsere Feinde mit uns Frieden schließen. Und das war damals mit Jakob und mit Esau geschehen. Aber der Hass, den Esau oder Edom gegenüber Jakob oder Israel hatte, der würde nicht so leicht vergehen und er würde sogar auf die Nachfahren übertragen werden. Wir wissen, dass heute Esau oder Edom die Türkei ist. Wir wissen auch, dass einer der Enkelsöhne von Esau Amalek war. Und wir lesen dies in 1. Buch Mose Kapitel 36 und Vers 12. Und die ganze Bibel hindurch zeigt uns, dass die Amalekiter oder Amalek Feinde waren von Israel und von Juda. Und heute sind sie als die PLO im Nahen Osten bekannt. Und wir finden auch viele Stellen in der Bibel, wo Kriege geschildert werden zwischen Edom oder Esau, den Edomitern auf der einen Seite und Israel und Juda auf der anderen Seite. Und auch die Rollen, die manchmal die Edomiter gespielt haben. Ich habe jetzt nicht die Zeit, all diese Stellen zu lesen, aber Sie können sie sich vielleicht jetzt niederschreiben und nachher in einem persönlichen Bibelstudium diese Stellen sich einmal anschauen. Zum Beispiel finden Sie im 1. Samuel, Kapitel 14 und Vers 47, 1. Samuel 14, Vers 47, dass König Saul gegen die Edomiter kämpfte. Und David tat das Gleiche in 1. Könige 11 und Vers 15. Wir finden auch die schreckliche Stelle, als Saul ausging, den David verfolgte und dann alle die Priester tötete, dass es wiederum ein Edomiter war, der dem Befehl Sauls gehorchte, als keiner von den Israeliten dies tun wollte. Und er hat dann, dieser Doeg, der Edomiter, hat dann alle Priester umgebracht. In 1. Samuel Kapitel 22 und in Vers 18 lesen wir dies. Wir lesen auch, dass Salomo viele Frauen liebte, unter anderem Frauen der Edomiter. 1. Könige 11 und Vers 1 sagt uns dies. Und diese Frauen, die ja nicht mehr an Gott glaubten oder nicht an Gott geglaubt haben, überhaupt nicht, die beeinflussten ihn, dass er sich sogar von dem wahren Gott abwandte. Wir finden auch im 1. Buch Könige, Kapitel 11 und Vers 14, dass Gott einen Edomiter gebrauchte, Hadad, der ein ständiger Feind von Salomo war, während des Lebens Salomo. Auch wiederum deshalb, weil sich Salomo von Gott abgewandt hatte. Und dann gibt es heute nach wie vor Konflikte im Nahen Osten. Und die Edomiter, Edom, wird durchaus eine Rolle spielen in diesen Konflikten. Und da gibt es viele Stellen, die dies zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel Hesekiel, Kapitel 25. Auch dies ist eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können. Hesekiel 25, die Verse 12 bis 14, wo wir lesen, dass Gott sich an den Edomitern rächen wird, aufgrund von einem Verhalten, das die Edomiter gegenüber Israel und Juda an den Tag legen werden. Wir finden Stellen in Joel, Kapitel 4 und Vers 19, dass Edom und auch Ägypten zunächst einmal im Millennium zu einer Wildnis werden, und zwar als Strafe für ihr Verhalten.
Wir lesen Amos, Kapitel 1, die Verse 11 und 12, dass Edom für alle Zeiten bis hin zur Wiederkunft Christi Hass haben wird gegenüber Jakob. Wir lesen in Buch Obadja, das hat hier nur ein Kapitel, die Verse 10 bis 15 und auch in Vers 18 und auch in Vers 21, dass Esau oder Edom zunächst einmal zerstört werden wird, wenn Christus zurückkommt. Aber natürlich wird diese Zerstörung nicht ewig dauern, denn die Edomiter, die werden natürlich in der zweiten Auferstehung sein, diejenigen, die nicht in diesem Leben berufen worden sind. Wir finden auch eine interessante Stelle im Buch der Psalmen, im Psalm 137, die Verse 7 und 8, dass Edom, das moderne Edom, in irgendeiner Weise in Verbindung stehen wird mit Babylon, dem modernen Babylon, der letzten Auferstehung des alten römischen Reiches. Das Babylon, das sich zurzeit in Europa zusammentut, eine Konstellation aus letztendlich 10 Staaten oder Staatenbünden, die dann für eine gewisse Zeit herrschen werden. Und Edom wird da scheinbar nicht unbedingt Teil dieser Staatenvereinigung sein, aber sympathisch gegenüber dieser Auferstehung sich verhalten. Wir lesen auch im Buch Daniel, im 11. Kapitel, in Vers 41, dass Edom den Händen des Tieres, des Königs des Nordens, wie er dort beschrieben steht, entrinnen wird. Also das Tier, der König des Nordens, wird Edom nicht in einem Krieg sich einverleiben, wie er das mit vielen anderen Staaten tun wird. Das heißt ja dort eindeutig, dass Ägypten zum Beispiel nicht der Hand des Tieres, des Königs des Nordens, des Königs von Assyriens entgehen wird. Nun, wenn wir jetzt kurz uns noch einmal mit dem damaligen Jakob beschäftigen, dann finden wir, dass Jakob selbst bestätigt, als er dann letztendlich nach Ägypten kam, nachdem er zunächst einmal von seinen eigenen Kindern betrogen wurde, die ihm sagten, der Josef sei gestorben, der sei von einem wilden Tier zerrissen worden. Und erst viel später an seinem Leben erfährt er dann, dass Josef noch lebte. Und dann kam er nach Ägypten. Und dann sagte er dem Pharao, dass er nur kurze Zeit in sich hier gelebt hat, in gewisser Weise jetzt vergleichsweise mit anderen. Und dass seine Tage sehr schwer und voller Mühsal gewesen waren. Natürlich hatte der viele Mühsal erleben müssen. Er hatte zum Beispiel erleben müssen, dass sein eigener Sohn Ruben mit einer seiner Nebenfrauen schlief, sein Lager entehrte. Seine Frau starb, Rachel, die er so besonders liebte, als sie den Benjamin gebar. Der Jakob war 97 Jahre alt, als Josef geboren wurde. Er musste erleben, wie seine eigenen Kinder Rache nahmen an einem Volk, das durch den Herrscher dieses Volkes zunächst einmal die Tochter Dina, seine Tochter, vergewaltigte. Aber dann wollte der die heiraten, aber die Söhne Simeon und Levi, die handelten auch wiederum mit Betrug. Und wir lesen ja, was dort geschah im ersten Buch Mose, Kapitel 34. Und Jakob ist sehr erbost darüber und verflucht dann seine eigenen Söhne später in Kapitel 49, weil ihr Zorn, wie er sagte, so schlimm war. Schauen Sie, wenn man sich überlegt, wie das Leben von Jakob hätte anders sein können, wenn er von vornherein Gott gehorsam gewesen wäre, wenn er von vornherein Gott sein Leben hätte leiten lassen. Viele der Dinge, die dann nachher in seinem Leben geschahen, wären gar nicht geschehen. Es bestand keine Veranlassung, selbst einmal das Erstgeburtsrecht an seinen Bruder zu verkaufen für ein Linsengericht. Es bestand keine Veranlassung dazu, den Segen sich zu erschleichen, dass er dann fliehen musste, dass seine Mutter ihn nicht mehr lebend wiedersehen würde, dass er für 20 Jahre lang bei seinem Onkel leben musste und von ihm 10-mal, wie es heißt, betrogen wurde. Dieser Hass, der sich zwischen Jakob und Esau entwickelte, hätte sich vielleicht nicht in dem gleichen Maße entwickelt, wenn diese Dinge nicht so geschehen wären, wie sie geschahen. Aber Jakob meinte, er müsste die Dinge in die eigene Hand nehmen. Er meinte, er brauchte Gott zunächst einmal in seinem Leben nicht. Er brauchte nicht auf Gott zu warten. Er akzeptierte Gott noch nicht einmal als seinen eigenen Gott an. Er nahm ihn nicht an. Und so
hatte er viele schwere Prüfungen in seinem Leben zu erdulden, bis er letztendlich zu seiner Gesinnesänderung kam. Zum Glück kam er dazu. Aber die Geschichte von Esau und von Jakob ist hier noch nicht zu Ende geschrieben. Die Konflikte, die zurzeit im Nahen Osten stattfinden und die sich noch weiterentwickeln werden, gehen alles auf diese Geschehnisse zurück, von denen wir heute gelesen haben. Und sie sollten uns die Lehre geben, dass es immer besser ist, auf Gott zu warten, dass es immer besser ist, Gott Teil seines Lebens zu machen und ihn unser Leben leiten zu lassen, als zu meinen, wir können die Dinge in die eigene Hand nehmen und auf eigene Weise Dinge dann sich entwickeln lassen, die in unseren Augen richtig sind. Jakob hat sehr schwer dafür büßen müssen, dass er so gelebt hat für viele Jahre hindurch, wie er es tat. Und die Lehre für uns heute ist, daraus zu lernen und nicht die gleichen Fehler zu machen, die er gemacht hat. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.